Hallo liebe Rasenfreaks. Ja, es gibt wieder ein Update vom Rasenfreak. Ihr seht hinter uns unsere aufgefräste Fläche. Und ich werde auch in diesem Video mal so ein paar Szenen einblenden der Dinge, die ich hier getan habe, die wir hier getan haben. Denn wir wollen das hier anheben. Wir wollen vor allen Dingen den Mutterboden von hinten hier vorne mit reinschmeißen. Ja, so brutal sieht das aus. Wir haben so einigermaßen gut den Boden durchgefräst. Ein paar Stückchen sind noch zu sehen von der Grasnarbe. Aber das wird alles nochmal abgedeckt mit frischem, ganz frischem Mutterboden. Als oberste Schicht, so 5 bis 10 cm, kommt auf jeden Fall ein neuer Mutterboden obendrauf. Und dann wird neu eingesät. Die Rasenmischung ist noch nicht festgelegt. Ihr habt schon oft gefragt bei Instagram und Co., was wir denn für eine Rasenmischung nehmen wollen. Ich bin dicht dran an der Rasenmischung, habe auch schon Kontakte zu ein paar Lieferanten, was da so das Beste wäre, aber ich kann es euch noch nicht sagen. Ja, aber es sind immer noch grobe Stücke natürlich drin. Ja, es ist, ich weiß nicht, für Vorsicht, wie oft man da jetzt rübergehen muss, damit das richtig klein wird. Aber es soll ja auch unten natürlich nur dann liegen. Es ist ja unten, dann kommt oben drüber eine völlig neue Mutterbodenschicht. Und das muss halt schön zerbrochen sein, damit es dann schön sich zersetzt.
Ja, liebe Rasenfreaks, irgendjemand von euch hat geschrieben, ich würde ja noch bewässern. Also, dann würde es nicht so aussehen. Wir haben jetzt den 6. September. Es hat, bis auf diese eine kurze Szene, die ich jetzt vor dem Regen das Wedding Agent bringen will. Genau, also tatsächlich, es war kaum Regen. Aber das war auf jeden Fall das Video, genau, wo ich gesagt habe, ich will vor dem nächsten Regen das Wedding Agent draufbringen. Und es war nur 7 mm. Es hat tatsächlich nur 7 mm geregnet. Das war das einzige Mal, wo es jetzt in den letzten Wochen geregnet hat. Seitdem nicht mehr. Ich habe auch nicht mehr bewässert. Ich habe sogar die Bewässerung von meinem Grün reduziert, zeige ich gleich noch. Hier vor dem Fenster, vor der Fensterfront und um die Eiche herum ist es besonders brutal, weil die Eiche saugt jetzt tatsächlich die letzten Feuchtigkeiten aus dem Boden heraus. Und so sieht das dann aus. Ja, wir hoffen auf Regen. Es soll jetzt, wie gesagt, 6. September, es soll heute anfangen und dann die nächsten Tage tatsächlich Regen geben. Wahrscheinlich zu viel, wird schon gemunkelt. Sturzbachartig, wir werden sehen. Ihr werdet es auch erleben. Dann wird hoffentlich die Fläche wieder grün. Aber das hier, was wir hier gerade haben, das tut richtig weh. Das tut wirklich weh. Ich laufe hier so gerne über meine schöne Rasenfläche rüber. Ich freue mich am Mähen und ich freue mich an den Streifen und an der grünen Fläche. Und das haben wir seit Wochen nicht mehr. Und das ist schon echt brutal. Trotzdem stehe ich zu meiner Entscheidung, nicht mehr zu wässern, weil wir eben Leitungswasser verwenden. Und das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung bei so einer Extremsituation. Deswegen haben wir es auch gemacht, aber weh tut das total. Okay, wir gucken weiter. Ja, lieber Rasenfreaks, jetzt seht ihr hier mal so einen Schwenk unter den Baum. Also das ist wirklich auffällig, wie die Eiche sich hier auch noch das letzte bisschen Feuchtigkeit aus dem Boden holt. Hier, wo sowieso es schon immer kritisch war, ist mittlerweile der Rasen reines Stroh. Und klar, die Frage, die ihr sicherlich stellen werdet, ist, was tut man? Was tut man jetzt nach so einer extremen Trockenheit? Also erstmal abwarten und schauen, was bewirkt der Regen? Was bewirkt das Bewässern bzw. das Wiederbefeuchten des Bodens? Kommt der Rasen wieder hoch? In der Regel wird der Rasen wieder kommen, wird wieder rauswachsen. Natürlich, das tote Gras bleibt tot. Das muss man dann rausbürsten, rauslüften oder von mir aus auch raus vertikutieren, obwohl ich vertikutieren sehr kritisch finde. Da muss man gucken, schließt sich die Fläche wieder? Oder bleibt sie lückenhaft? Und wenn sie lückenhaft bleibt, natürlich, da muss man nachsehen, ganz klar. Dann darf man auch ein bisschen schärfer vertikutieren, nachsehen, eine dünne Schicht Sand oder Mutterboden oder Rasenerde von mir aus drüber streuen, schön festdrücken und dann natürlich wieder kontinuierlich wässern oder hoffen, dass es jetzt im Herbst wirklich wieder oft regnet. Sonst bringt auch das Nachsehen überhaupt nichts. Ja, das kann man machen. Hier seht ihr jetzt mein Grün, das wir versucht haben, noch am Leben zu erhalten. Mittlerweile haben wir es auch aufgegeben. da ist auch nicht mehr wirklich viel. Nur in den Schattenbereichen. Da. Hier in den Schattenbereichen. Da hält sich der Rasen noch so ein ganz bisschen. Da, wo das Gras auch höher steht, da ist es noch so ein bisschen grün. Aber sonst ist weitestgehend die Fläche jetzt auch bei mir braun geworden. Ja, da sind wir mal gespannt, was passiert. Ja, lieber Rasenfreaks, ja, hier habe ich ja den Graben gebuddelt für meine Bewässerung. Da liegt das Rohr noch. Das habe ich noch nicht eingegraben. Hier haben wir einen neuen Sprenger gesetzt. Und hier sieht man interessanterweise, dass es hier ein bisschen grüner ist. Also nur hier in dem ganz schmalen Bereich. Links davon, da ist es auch total tot. Und danach ist es auch wiederum tot. Ich habe hier den Graben, Martina natürlich auch, so ein ganz bisschen bewässert, damit das hier schnell wieder sich schließt, diese Schadstelle, dieses Aufgebuddelte. Und interessanterweise ist das wie so eine Barriere, dieser Graben. Links ist alles tot, rechts ist es ein bisschen grüner. Ich habe hier natürlich viele Wurzeln aufgebuddelt oder auch durchgestochen von der Eiche.
Und das scheint sich so ein bisschen auszuwirken. Aber es ist, wie gesagt, nur ein ganz schmaler, oh, guck mal hier. Und es bleibt schon wieder liegen. Es ist total trocken. Ein ganz schmaler Bereich, der natürlich sich auch jetzt richtig quält. Hoffentlich kommt bald das Wasser vom Himmel. Ja, Freaks, so, das war's hier. Aktuelles Update vom Rasenfreak vom 6. September. Danke wieder fürs Zuschauen. Und ihr wisst ja, das ist nur mein aktuellstes Video. Wenn dieses Video das neueste Video ist, ist da irgendein anderes Video. Und das Video ist immer speziell für euch. Und ein Abo ist immer nett. Und ein Daumen ist ganz lieb von euch. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.